Und da kommt unser Sponsor ins Spiel, NordVPN. Voll meine Sponsor, NordVPN. 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 NordVPN! Es gibt kaum YouTuber, die nicht schon mal Werbung für einen VPN-Service wie NordVPN gemacht haben. Ich werde jetzt erläutern, was an diesen Werbungen problematisch ist. Weil mein Video darüber, wie du ziemlich sicher ausschließen kannst, dass Polizei und Hacker in dein Handy kommen, so gut ankam, dachte ich mir, dass es euch bestimmt interessieren würde, ob VPNs irgendwie dazu beitragen, vor Hackern und Polizei zu schützen, denn hier werden viele komische Versprechen gemacht. Besonders interessant dürfte für euch die Frage sein, ob ein VPN euch vor dem Knast bewahren kann, wenn ihr euch mit Tor ein Wurstbrot bestellt. Am Ende des Videos werde ich noch eine sehr neue, interessante Alternative zu VPNs nennen, mit der man sogar Kryptowährungen verdienen kann und keinen monatlichen Beitrag zahlen muss. Also, was genau macht ein virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN? Wenn du eine Webseite aufrufst, wird dank des VPNs nicht deine normale IP-Adresse, durch die du eindeutig identifizierbar wärst, mit der Webseite ausgetauscht, sondern eine IP-Adresse, die VPN-Service-Anbieter mithilfe von irgendwelchen Servern zwischenschalten. Laut vieler YouTube-Placements sind die Hauptvorteile von VPNs, dass man damit anonym und sicher durchs Internet surfen kann, also vor Hackern geschützt ist. Außerdem kann man damit angeblich auf Streaming-Seiten wie Netflix Inhalte schauen, die es zum Beispiel nur auf der amerikanischen Version der Seite gibt. Untersuchen wir die erste Behauptung: Surfst du mit VPN sicher und bist damit vor Hackern geschützt? Im Grunde bist du in der Regel auch völlig ohne VPN vor Hackern geschützt. Wenn du dir in der Adressbar die vollständige URL anschaust, wirst du dort fast immer ein HTTPS vorfinden. Das bedeutet im Grunde, dass die Kommunikation zwischen dir und der Seite sowieso schon verschlüsselt ist. Solange du in deinem Heimnetzwerk bist und der Hacker nicht auch irgendwie das Login für dein WLAN kennt, kann der dich da dank der HTTPS-Verschlüsselung nicht hacken. Nur wenn du auf einer Seite, die nicht HTTPS, sondern nur HTTP hat, deine Kreditkartendaten oder andere sensible Login-Daten eingibst, könnte ein Hacker diese Daten auf dem Weg abfangen. Jedoch warnen so gut wie alle Internetbrowser einen davor, wenn man eine Seite ohne HTTPS betritt, und selbst hier müssten für den Hacker noch weitere Bedingungen erfüllt sein, wie Zugriff auf dein Netzwerk, dass er etwas Böses anstellen kann, wenn du auf einer unverschlüsselten HTTP-Seite unterwegs bist. Es gibt sogar kostenlose Browser-Plugins wie HTTPS Everywhere, die HTTP-Seiten zu HTTPS-verschlüsselten Seiten umwandeln. Also wenn du nur HTTP in Kombination mit Dateneingabe vermeidest, bist du auch ohne VPN sicher unterwegs. Dass ein VPN-Dienstleister die HTTPS-Verbindung nochmal verschlüsselt, ist einfach komplett sinnlos und überflüssig. Zum Beispiel eine doppelte Verschlüsselung. Höchstens wenn du mal in einem öffentlichen, unsicheren Wi-Fi-Netzwerk unterwegs bist, würde dir ein VPN hier mehr Sicherheit bieten, weil ein Hacker hier viel manipulieren könnte. Das ist mir tatsächlich einmal vor Jahren am Hauptbahnhof Düsseldorf passiert, wo man meine Kreditkartendaten geklaut hat, weil ich sie auf einer Seite eingegeben habe, während ich auf einem öffentlichen Wi-Fi angemeldet war. Als ich gerade eben von Sicherheit geredet habe, ging es um die Frage, ob hier ein Dritter die eingegebenen Daten durch mangelnde Verschlüsselung abfangen kann. Es kann natürlich sein, dass eine Scam-Seite oder Phishing-Seite deine Daten klaut oder dir eine Schadsoftware reindrückt mit HTTPS und zusätzlicher VPN-Anbieterverschlüsselung. Einige VPN-Dienstleister bieten allerdings auch noch zusätzlich einen Schutz gegen Malware, Viren und Phishing-Seiten an. Doch bringt das wirklich mehr Sicherheit? Auf allen Windows 10 Geräten ist inzwischen standardmäßig ein Antivirus-Programm installiert, das herausragende Reviews erhält und als sehr sicher gilt. Wegen der vorher aufgezählten HTTPS-Verschlüsselung weiß dein VPN-Anbieter ja eigentlich sowieso nicht viel mehr als auf welcher Domain du unterwegs bist, weshalb deren Virusschutz ziemlich sicher einfach nur eine Liste ist, die bestimmte Domains blockt, also ein schlechterer Schutz als der Standardschutz von Windows. Und alle populären Browser wie Chrome, Firefox, Edge haben bereits standardmäßig einen Phishing-Schutz und Malware-Schutz eingebaut. Lohnt es sich also für zusätzliche Sicherheit, Geld für einen VPN zu zahlen, wenn alle Seiten eigentlich schon von Haus aus verschlüsselt sind
und es die weiteren Sicherheitsfeatures, mit denen VPNs werben, alle auch kostenlos, meist standardmäßig vorinstalliert gibt und es wahrscheinlich schlechter funktioniert als die kostenlose Software. Was bei der Sicherheit auch noch negativ dazukommt, dass es sein kann, dass der VPN-Anbieter selbst nicht die nötigen Sicherheitsstandards einhält. Im Jahr 2019, komischerweise genau in dem Jahr, als NordVPN bei den Pro Privacy Awards abgesahnt hat, wurden 2000 Usernames mit Passwörtern von ihren Nutzern geleakt. VPN-Anbieter benutzen zu einem großen Teil nicht mal eigene Server. Das heißt, selbst wenn die keine Fehler machen, könnte es zu Sicherheitslücken bei den Serverzentren kommen. Was 2019 ebenfalls bei NordVPN passiert ist, sodass ein Hacker einen Private Key abgreifen konnte, mit dem er sich zwischen dem VPN-Server und irgendeinem NordVPN-Nutzer schalten konnte, um mitzulesen und zu manipulieren, und er konnte verschlüsselte Verbindungen entschlüsseln. Das sollte euch aber nicht beunruhigen, denn immerhin wird auf ihrer Seite der YouTuber Philip DeFranco wie folgt zitiert: Mit dem Service von NordVPN braucht ihr euch keine Gedanken mehr machen, ob eure persönlichen Daten und Online-Aktivitäten sicher sind. Diese Aussage kommt bestimmt nicht aus einer bezahlten Produktplatzierung. Fantastic sponsor of today's show, nordvpn.com/Phil. Meine Videos werden übrigens nicht durch VPNs oder andere Placements gesponsert. Dieser Kabal finanziert sich ausschließlich dadurch, dass ihr euch was in meinen Shops gönnt. Bei Supplements.de gibt es diese Woche eine krasse Black Friday Aktion mit 30% Rabatt auf alles. Also wenn ihr euch schon immer mal Limitless Pillen oder Deep Sleep gönnen wolltet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Kommen wir zur nächsten Behauptung. Man kann mit VPN anonym im Internet surfen. Also weiß dein Provider dank VPN zum Beispiel nicht mehr, auf welchen perversen Internetseiten du unterwegs bist? Ja! Aber dafür weiß es jetzt einfach dein VPN-Anbieter anstatt dem Internetprovider. Wenn das nur der Internetprovider weiß, gibt es sogar den Vorteil, dass diese hier in Deutschland aufgrund von DSGVO dazu verpflichtet sind, nach kurzer Zeit zu löschen, auf welchen Seiten du unterwegs bist. Bei dem VPN-Anbieter kannst du dir nie sicher sein, wie der operiert, also wie der deine Daten verwendet und was der genau loggt. Der VPN-Anbieter IPVanish, der angeblich nichts loggt, hat Homeland Security an einen User von sich weitergeleitet. Die kostenlose VPN-Extension Ola sorgt sogar dafür, dass du als Nutzer auch automatisch deine IP zur Verfügung stellst für andere Leute, die den Service nutzen. Wenn du Pech hast, schickt jemand über deine IP Dickpics an tausende Frauen und klärt somit über deine IP-Adresse tausende Dates. Es kommt hinzu, dass dein Internetanbieter dank deiner HTTPS-Verschlüsselung auch nicht mal weiß, was du überhaupt auf der Seite genau machst. Er sieht nicht, welches versautes Video du auf deiner Lieblingsseite angeklickt hast. Er sieht auch meistens nicht, ob du auf einer Seite mit illegalen Waren nur gestöbert hast oder ob du da was bestellt hast. Bei meinem Handyvideo war es ja so, dass die größte Schwachstelle dein Provider ist. Hier ist es umgekehrt. Die Polizei geht eigentlich nie über den Provider, sondern sie versuchen es über die Seiten selbst. Nur wenn die Polizei Zugriff auf die Server hat, auf denen beispielsweise Raubkopiefilme gespeichert sind und da noch genügend Daten der User gespeichert sind, könnten sie dich über deine normale IP-Adresse identifizieren, wenn du keinen VPN dazwischen geschaltet hast. Sofern die Polizei keinen Zugriff auf die VPN-Server bekommt und der VPN-Anbieter nicht mit der Polizei zusammenarbeitet, was zum Glück meistens der Fall ist, kann also die Verschleierung deiner echten IP-Adresse durch eine VPN in diesem Ausnahmeszenario tatsächlich etwas mehr deine Identität verbergen. Wenn man beispielsweise torrentet, wo die Illegalität aus allen Poren schreit, ist es tatsächlich völlig dämlich, das ohne VPN zu machen, weil man dann viel zu leicht identifiziert werden kann. Von Torrenten rate ich natürlich ab, und sofern du nicht ständig solche kriminellen Sachen machst, ist ein VPN für mehr Anonymität übertrieben. Ich halte es sogar für übertrieben, selbst wenn du ab und zu mit Tor etwas Wurstbrot oder Brokkoli bestellst, denn wenn du über Tor im Darknet surfst, hast du eigentlich eine Art integrierten VPN, denn Tor leitet dich über mehrere Knotenpunkte, um deine Identität zu verschleiern. Es könnte zwar sein, dass du über zwei Knotenpunkte geleitet wirst, die von der Polizei betrieben werden, und die hätten dann deine IP und wüssten, auf welcher Seite du unterwegs gewesen bist, aber das .onion am Ende der Darknet-Seiten bedeutet die gleiche Verschlüsselung wie die HTTPS-Verschlüsselung. Das heißt,
die wüssten auch nicht mal, was du auf dieser Darknet-Seite gemacht hast. Wenn du kein Schwerkrimineller bist, wird die Polizei dich ziemlich sicher nicht busten, nur weil du kein VPN vor Tor geschalten hast. Es gibt neben deiner IP-Adresse sehr viel mehr Spuren, die du im Internet hinterlässt, die einen zu deiner Identität leiten können. Webseiten wie Cover Your Tracks können einem anzeigen, welche Daten du alles an eine Webseite übermittelst. Da ist verdammt viel Info drin. Deine Browser-Plugins, Browser-Software, installierten Fonts, eingestellte Zeitzone, Bildschirmauflösung und vieles mehr. Jeder, der mal eine Runde Akinator gespielt hat, weiß, wie wenig Info einer Person man braucht, um die Person zu identifizieren. Also kann dir kein VPN-Anbieter garantieren, dass man wegen der verschlüsselten IP deine Identität nicht rausfindet. Also wenn du mal bei Facebook einen illegalen Hasskommentar unter einem Post von Marlene Mordler gehauen hast, trotz VPN kannst du hierfür gebastelt werden, wenn Facebook genügend Infos an die Polizei weitergibt, denn die speichern mit Sicherheit alles. Weil du auf Facebook ziemlich sicher auch mal ohne VPN unterwegs warst, ist deine echte IP-Adresse eigentlich für die glasklar. Wenn du wirklich Angst davor haben musst, dass man dich identifiziert, musst du komplett andere Geschütze ausfahren und so viele Dinge beachten. In einem Interview erzählt der gebastelte Betreiber von Wall Street Market, dass der eine von ihnen aufgeflogen ist, weil sein VPN-Anbieter geleakt ist und dann kurz seine echte IP durchschien. Ein anderer von ihnen wurde erwischt, weil er sich immer wieder über die gleiche VPN-Verbindung eingeloggt hat und die Polizei dann nur diesen einen Server für die Enttarnung finden musste. Wenn du in China oder einem anderen Land wohnst, wo das Internet stark zensiert ist, da ist ein VPN eigentlich ein Muss, aber wenn du in Deutschland wohnst, ist die Chance hoch, dass du keinen benötigst für mehr Anonymität und Sicherheit. Ich nutze jedenfalls keinen VPN für sowas. Der einzige Nutzen, der für mich interessant ist, ist das Entsperren des amerikanischen Netflix, denn dort gibt es geile Serien wie Wentworth. Also, kommen wir zum letzten Claim. Kann man mit VPN erfolgreich Seiten vortäuschen, dass man aus einem anderen Land kommt, um Dinge zu streamen, wo die Rechte nur für dieses Land existieren? Das funktioniert zwar oft, aber alle Streaming-Seiten haben wen beauftragt, der alle VPN-Server identifiziert, sodass die Streaming-Seiten erkennen, dass du einen VPN benutzt und du dann erst wieder was schauen kannst, wenn du den VPN deaktivierst. Ich hatte zwischendurch immer die unterschiedlichen VPNs aus genau diesem Grund. Alone, Wentworth, Masterchef Australia, Nathan For You sind alles hammergeile Serien, von denen man in Deutschland nicht alle oder keine Staffeln streamen kann. Die VPNs habe ich nach ein paar Monaten wieder gekündigt, weil dieses Feature zu unzuverlässig für mich war. Hier hatte ich wohl Pech, denn ich habe euch in einer Umfrage gefragt, wie das für euch so funktioniert, und da meinten mehr als die Hälfte der Leute, die einen bezahlten VPN benutzen, dass dieses Feature für sie problemlos funktioniert. Volksverpetzer würde zu diesem VPN-Feature sagen, ja, kann funktionieren, verlass dich aber nicht drauf. Ich habe eine VPN-Alternative gefunden, bei der ich mich bis jetzt immer drauf verlassen konnte, und zwar DPN, Decentralized Private Network. Ich kenne hier zwei Blockchain-Projekte, welche eine DPN-Funktion anbieten. Deeper Network und Mysterium Network. Ich habe mir so ein Device von Deeper Network geholt. Das ist so ein Gerät, das du an dein Internet-Setup hängen kannst, das dir ermöglicht, die IP-Adresse von Leuten zu verwenden, die auch das Gerät haben. Das Ganze ist also dezentral und es gibt keine Server, über die der ganze Traffic geleitet wird. Das Ganze ist halt noch nicht auf dem Schirm der Streaming-Anbieter, weshalb dieses Setup das einzige war, mit dem ich es geschafft habe, Serien wie Wentworth oder Alone über eine amerikanische IP zu schauen, ohne dass ich immer wieder von Netflix und Co. geblockt wurde. Damit Netflix das blockt, müssten sie die Leitung von einem Bürger sperren, der wirklich in den USA wohnt und sein amerikanisches Netflix schauen will. Und es ist kein Programm, das du auf jeden deiner Devices installieren musst. Wenn du Gäste zu Besuch hast, kannst du ihnen sagen, dass sie sich über das entsprechende WLAN anmelden können, um Netflix US schauen zu können. Auch deine Smart TVs können dann Netflix US schauen. Du kannst dann selbst entscheiden, ob du deine IP für andere Nutzer des Geräts freigibst. Das bietet natürlich immer ein gewisses Risiko, aber wenn du es machst, kannst du damit Kryptowährung verdienen. Und wenn du es richtig machst, laut deren Angaben über $63.000 im Jahr.
Wenn ihr wissen wollt, ob das wirklich funktioniert, abonniert diesen Kabal, denn das nächste Video wird ein Krypto-Video, wo ich das und andere Krypto-Projekte vorstelle, an denen ich gerade dran bin. Insgesamt feiere ich das Deeper Network, aber auch hier gibt es ein paar Red Flags, die ich in dem Video erläutern werde. Ich bin so hyped, dank dem Gerät jetzt endlich alle Staffeln von Alone anschauen zu können, denn man kann von der Serie nicht mal irgendwelche Blu-rays kaufen. 8,4 auf IMDb können nicht lügen. Um diese Serie bei Amazon freizuschalten, habe ich übrigens zusätzlich zu dem DPN noch eine amerikanische Kreditkarte gebraucht. Das geht beispielsweise durch die Seite US Unlocked. Die Seite emuliert eine amerikanische Kreditkarte, mit der man sogar bezahlen kann, wenn man Geld drauf lädt. Falls ihr sowas nutzen wollt, habe ich euch einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung gepackt. Da bekommt ihr 5 Euro gratis und ich 5 Euro gratis. Ich frage mich, wie viele YouTuber, die mal Werbung für ein VPN gemacht haben, auf dieses Video hier reagieren. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass VPNs jetzt nichts sonderlich Schlimmes sind, sodass man die YouTuber jetzt für die Werbung verurteilen sollte. Es wird zwar in den Werbungen ein falsches Bild vermittelt, aber die wissen es ja auch nicht besser und unter Umständen würde ich auch einen VPN-Dienst bewerben. Ich meine, den informierten Zuschauern sollte klar sein, dass in jedem Placement die Firmen sehr viel vorgeben, was man genau sagen soll. Auch auf andere Produkte bezogen sollte man verzeihen, wenn YouTuber Produkte etwas overhypen, um ein bisschen Geld auszucashen. Ich gönne es ihnen. Abonniert diesen Kabal, wenn ihr mein kommendes Video nicht verpassen wollt, wo ich genau untersuche, ob ich mit diesem Gerät hier 80.000 im Jahr verdienen kann.